Auf die Frage von Sonja, was denn eigentlich dynamische Lesezeichen seien, habe ich mir überlegt, ein kleines Tutorial zu machen, wie ihr über die dynamischen Lesezeichen auf dem aktuellen Stand von der Seite Erfolgreich studieren mit dem Internet gehalten werden könnt. Und zwar habt ihr hierzu die Möglichkeit, wenn ihr auf der Seite von eStudy seid, einfach hier oben auf dieses Icon in Firefox zu klicken, diese Seite abonnieren. Hier wählt ihr einfach aus, den Feed möchte ich abonnieren. Dann wird euch hier eine Feed-Ansicht vom Blog angeboten. Das heißt, die letzten Beiträge werden hier, der neueste immer nach oben, die älteren rutschen weiter nach unten, angezeigt. Und ihr wählt hier diesen Feed abonnieren, dynamisches Lesezeichen. Jetzt abonnieren klicken. Und dann nehme ich hier eine Bezeichnung vor. Ich nehme eine Kurzform, eStudy. Und jetzt könnt ihr noch auswählen, wo dieses dynamische Lesezeichen abgelegt werden soll. Soll das im Lesezeichenmenü oder in unsortierte Lesezeichen rein? Nein, ich möchte es in die Lesezeichen-Symbolleiste, also hier oben integrieren. Wähle das aus, klicke auf Abonnieren. Und das Schöne ist, wenn ich jetzt hier draufklicke, auf dieses dynamische Lesezeichen, werden mir die aktuellen Beiträge auch hier angezeigt. Das heißt, ihr habt mit dem dynamischen Lesezeichen nicht nur eine Verlinkung zu dem Blog, sondern zu allen Beiträgen, die dort in diesem Blog erscheinen. Wir können das auch nochmal, ich möchte es auch gerne nochmal mit den Kommentaren machen, weil auch die Kommentare eines Blogs kann man abonnieren. So habe ich jetzt die Möglichkeit, wenn ich hier draufklicke, auch hier den Kommentarfeed zu abonnieren. Das tue ich einfach mal. Wähle hier auch wieder dynamisches Lesezeichen, jetzt abonnieren. Und nehme auch hier wieder die Kurzform, schreibe dahinter Kommentare und klicke drauf auf Abonnieren. Und jetzt sieht man hier, sind auch die Kommentarbeiträge als Feed abonniert. Das heißt, jedes Mal, wenn auf meiner Seite, unabhängig wo ich mich im Netz gerade aufhalte, wenn auf der eStudy-Seite etwas passiert, werde ich hierüber informiert, kann klicken, okay, neue Aufgaben reingekommen oder hier, es sind neue Kommentare reingekommen. Ähnlich kann man das natürlich auch für die Aktivitäten auf unserer Blogfarm machen. Das werde ich gegebenenfalls in einem anderen Tutorial euch dann auch nochmal zeigen. So, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und ich hoffe, die Frage ist damit beantwortet.